Es passiert, dass man denkt, im Leben läuft alles schief. Und der Schmerz von Enttäuschung sitzt bis heute noch tief. Und zugleich kann man sehen, andere sahen ab. Und man denkt dabei, man hat dann eine Chance, vielleicht verpasst. Hast kein Plan, was dir fehlt. Aber denkst, du hast vielleicht nur Pech. Aber wer hat dir gesagt, es sei gerecht? Was ist denn gerecht? Eine Antwort gibt es gar nicht. Da gibt's keinen Wert, den man irgendwie in Zahlen misst. Denn auch leichter hat nicht jeder Kerl das Gleiche. Du musst deine Chance sehen und sie ergreifen. Und nicht darauf warten, bis sie zufliegt. Erwartest du vergebens, denn nur selten wird es dann das Karma später regeln. Das geschieht viel zu selten, um es wirklich dran zu glauben. Ich bin sehr aktiv und schau, die Wirkung ist erstaunlich, deshalb handle ich jetzt. Und ich weiß, im Grunde ist das Leben insgesamt nicht gerecht. Ja, vielleicht hat einer weniger und regelt's im Verkehr. Aber akzeptier, das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness einzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen akzeptier es lieber früh. Ja, vielleicht werden ganz bestimmte Wege dir verwehrt. Aber akzeptier, das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness einzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen akzeptier es lieber früh. Denk mal nach und sag mir, wer will letztlich, dass für jeden alles hier gerecht ist. Und ich komm sofort auf einen Fakt, denn im Grunde ist nur jeder auf seinen Vorteil bedacht. Hätte man Gerechtigkeit im Sinn, wäre das auch Selbstlosigkeit. Sowas trifft sich zu, das hat sich schnell schon gezeigt. Wenn man sieht, wie man mit Randgruppen umgeht, da ist der Beweis, dass da auch jegliche Vernunft fehlt. Nebenbei erwähnt es auch ein Stigma nicht gerecht. Die Erfahrungen sind immer ziemlich bitter und es stresst. Aber ich will mich darauf deutlich fokussieren und so auch meine Chance ergreifen und an Leute appellieren. Eine Differenz und man bekämpft dich. Doch hast du schon gemerkt, dass einfach jeder nur ein Mensch ist? Sag, wofür du stehst und ergreif die Stimme jetzt. Denn das Leben ist auf keinen Fall gerecht. Ja, vielleicht hat einer weniger und dreht ganz im Verkehr. Du musst kämpfen, denn das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness anzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen rebelliere lieber früh. Ja, vielleicht werden ganz bestimmte Wege dir verwehrt. Du musst kämpfen, denn das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness anzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen rebelliere lieber früh. Ja, vielleicht hat einer weniger und regelt's im Verkehr. Du musst kämpfen, denn das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness einzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen rebelliere lieber früh. Ja, vielleicht werden ganz bestimmte Wege dir verwehrt. Du musst kämpfen, denn das Leben ist nicht fair. Sich dauernd Fairness einzureden, gibt ein mieseres Gefühl. Und deswegen rebelliere lieber früh.